Oh, und willkommen zurück zu Borderlands 2 mit den üblichen Verdächtigen. Okay, außer mit denen hier, der ist neu, der Zwerg ist noch dabei. Hallo. Den werden wir nicht mehr los. Ne, den werden wir nicht mehr los. Aber dann können wir jetzt hier. Der heftet sich an dein Bein und rammelt es im Notfall, um mitzukommen. Ich habe euch ein Sanctuary drauf und dachte mir so, ey, was ist das für ein Nacken? Für Krabauken. Und läufst einfach hinterher. Ja. Ihr werdet mächtig mal los. Naja, macht nichts. Wir können ihn als, wie soll man sagen, Munitionsspender. Warum ist der Held von Jack überhaupt zu stark? Weil er der Held ist. Ne, der hat anscheinend auch nur zwei Plätze hier. Soll sich der keinen Kauf machen? Ja. Wir hauen ab, Mann. Ja, tschüss, kleiner Zwerg. Toll! war ja ein weiter Weg. Schüsse ausgeschützt. Ja, schieß drauf. Lass mich rein. Hier ist kein Platz mehr für dich. Dann ist auch kein Platz für euch. Wir müssen sowieso gleich aussteigen, weil wir da raus müssen. Aber dieses Geschützturm können wir wenigstens kaputt machen. Weil das. Alter Falter macht das viel Schaden. Also. Gut. Danke fürs Aufheben, Freunde. Danke. Ich dachte, du hast nur abgehoben. Bei mir sagt er, ey, du warst schon immer mein Liebling. What the fuck? Ja, hier kommst du nicht durch damit. Du warst ja auch mein Liebling. Hallo. Ja. Warum steht jetzt hier im Fahrzeug? Ja, weil er ein neues geholt hat, anstelle mich aufzuheben. Ja. Weil es ja so sinnvoll war. Hat er nicht vorher, 2 Sekunden vorher gesehen, dass wir da nicht durchkommen mit dem Fahrzeug. Ja, aber das Geschütz hätte man nur besser wegmachen können. Das war schon kaputt. Als du das Fahrzeug gerufen hast, war schon kaputt. Achso. Das war Gründen. Kampfingenieur. Alter, wie schnell ich drauf gegangen bin. Ja. So. Da liegt die Irene. Schnell rüber! Oh, das ist ein Badass, wie ich. Badass Lodi. Holy shit. 2 Stück sogar. Ich könnte ihr Hilfe gebrauchen. Ja, du hast mich eben auch nicht aufgehoben, sondern lieber ein Fahrzeug gerufen. Hamster. Was ist denn das für eine Klasse? Hamster. Glumbold ist ein Veteran, Expriso ist ein Hamster. Na, weil ich hier euch mit dem Film zuspustere. So. Oh shit. Die haben einmal auf mich geschossen, ich bin sofort umgekippt, ey. Naja, die machen ordentlich Schaden. Okay, warte mal, ich hab ne Idee. Hebt mich auch mal. Könnten wir versuchen. Ja, ja, bin doch dabei. Könnten wir versuchen, sie Richtung Fahrzeug zu locken? Holy shit. Hebt mich auf, ich hab Körper. Ja, hinter uns ist auch erstmal ein Vieh, was ich erstmal loswerden muss. Ich hab. Ja, ich lieg selber auch am Boden sofort. Ich auch. Die sind einfach zu abgefuckt, die müssen wir. Weiß ich nicht, ey. Versuchen zum Fahrzeug zu bekommen oder so. Ein bisschen, ne. Ja, so weit laufen die nicht hinterher. Meinst nicht? Ah, könnte sein. Könnte trotzdem mal heilen, er könnte. Ich muss immer zu euch joggen. Toll, ich bin auf der einen Seite schon tot. Nichts tut dort, nichts!
Oh Mann. Nee. Oh Mann. Ich hab mal Raketenwerfer, vielleicht ist das die Rettung. Toll, dass er das jetzt sagt. Doch, warte mal, ich muss hier nochmal kurz was gucken. Ich warte nicht auf euch, ich werde schon beschossen. Er meint auch mich. Und hier nicht Munition. Ich hab keine Raketen auf. Ah. Ist ein Safe. Auch nur Munition. Mit den komischen Granaten hier, weißt du ja auch nicht, wie du die richtig schmeißen sollst. Weil die auf einmal irgendwo auftauchen. Hm. So, ihr pullt das Ding und ich schieße einen Raketenwerfer drauf, was haltet ihr davon? Ich teste gerade was. Oh, fuck, das haut euch nicht rein. Das weißt du nicht. So leicht gebe ich nicht auf, ey. Das ist, glaube ich, eine unsichtbare Wand. Was soll das? Mein Raketenwerfer macht bloß Schaden an Schilden. Ich gehe aber zumindest jetzt einen anderen Weg rein, nicht durch die Vordertür. Vordertür ist nämlich eine scheiß Idee, wenn man irgendwo rein will. Und da kommt näher. Ich bin gleich tot. Also hier oben sind massig Kisten und alles. Geil. Und massig Gegner auch. Auf oder so? Nee, da laufe ich nicht hin. Ich lebe wieder. Ich habe wieder gelebt. Jetzt hält mal auf hier, ich tank das Ding lang. Boah, wenn ich dich auf nicht reinschaue, wo ich auf mich schießen kann, ne? Versuch es. Versucht's nicht, ne? Das ist ganz klar. Nee. Also, wenn er die Möglichkeit hat, jemanden sterben zu lassen und dafür selber überleben kann, dann macht er was. Weißt du, er ist der Commander und hat keine Eier. Ja. Das Dumme ist, ich bin hier runtergefallen. Und hier unten gibt's nichts außer den Abgrund. Ich wiederhole, keine Eier. Ja, ich bin auf jeden Fall tot. Tot oder nicht? Ja, ich bin tot, weil ich jetzt hier nicht weiter kann. Also ich loote hier gleich erstmal richtig schön ein paar fette Kisten, ey. Hat einen Geheimgang gefunden, hast du? So, jetzt ist es down. Ah, ich kann nicht wieder aufstehen, weil die Mobs sind, laufen von mir weg. Und ich liege am Boden, ey, das ist ja kacke. Das ist außerdem kein Geheimgang. Du hättest nur mit mir mitkommen brauchen, du warst mit mir zusammen tot. So, jetzt stehe ich hier alleine, wo seid ihr denn? Beim Fahrzeug gefunden? Da vorne bist du. Okay, ich komme zu spät. Ja, da oben liegen auf jeden Fall sind 4 Kisten und dann noch eine Toilette, glaube ich, war das. Und in Toiletten sind immer Waffen eigentlich. War doch fast immer Waffen. Ja, am besten sind ja die Epic-Kisten, wo Dahl draußen steht. Ja. Glaube ich mal verkehrt gelaufen, wenn das sein. Ja. Rekonstruktion 109. Naja. Geht ja. Na, ein Glück, bei mir kostet es schon 1000. Das kommt drauf an, wie viel Geld du hast. Ja, ja. Wenn es bei dir kostet, hast du echt viel Knete. Ja. Ja, dann tun dir die 1000 auch nicht weh. Ne. Naja, ist schon traurig. Extremer Vorletter, hab ich ja gesagt. Oh, ist gar keine Toilette. Das ist ein Waffenschrank. 359er Sniper, ey. Level 18. Ja, Level 18. Kannst du ihn noch ewig nicht benutzen. Nö. Habt ihr keine Korrosionswaffen oder so, dass ihr überhaupt gegen Panzerung was ausrichten könnt? Nö. Ich glaube nicht. Ne. Oh, die Sniper, die macht 300 noch was. Willst du die nicht haben, Marcel? Die können wir noch nicht benutzen. Die ist ab Level 18, habe ich doch gerade gesehen. Achso. Eben erst gesagt. Nicht. Sonst noch was Tolles dabei? Na, nur Munition, ein paar Granaten noch. Lass mal weitergehen, ja, anstatt zu erkunden.
Naja, also eine 360er Sniper ist schon nicht schlecht. Ja, zu haben. Ich hab sie ja mitgenommen. Ich rüste die auch gleich mal aus. Geht's hier oben weiter? Ja. Ja, man muss ja nicht immer den Dings unten links nehmen. Oh, schon wieder ein Badass. Oh mein Gott. Zwei. Finde ich nett. Korrosionswaffe raus. Ich hab nur so einen, die lila Schüsse verschießt. Ja, das ist vielleicht, das bringt nicht so viel. Du hast deine Position geändert, ich kann dich von hier nicht retten und ich kann nicht rumlaufen. Dann bin ich sofort Geschichte. Ich krieche, ich krieche. Ich mach 200 Schaden gegen das Ding. Ich auch. Jetzt liege ich am Boden, hört nicht mal raus. Ja, du stehst da so offen, ey. Ja, ich hab das Ding auch getankt. Was sagst du so locker? Jetzt hab ich den hier noch verlassen. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht aufs Dach. Danke. Ah! Jetzt liege ich natürlich. Ich hol dich hoch. Oh shit, oh shit, jetzt oh shit. Jetzt liegst du auch. Ich auch noch. Ja, ich muss rein verzetten. Oder wir kriegen das Video schnell. Ich schieße. Schieß, schieß! So oft ich kann. Schön. Easy. So, da ist eine grüne Waffe. Für Level 18. 17, also wir sind echt. Oha, hier liegt auch noch eine Pistole. Eindeutig zu niedrig. Damage. Ja. Okay, Level 18. Level 17 hier, maximale Pistolenmunition 8%. Oh man, das ist doch kacke, ey. Ich kann das ja alles so lange mitnehmen, jo. Ja, wie viele Waffen willst du denn mitschleppen? Dann sind sie wahrscheinlich wieder schlecht. Er hat genug Platz, ey. Er hat alles, er hat Geld, Platz, alles. Alles, was wir hier nicht haben. Und er ist ein kleiner Zwerg. Müssen wir da runter? Ja. Wirklich. Ah, ich wollte hier hinten noch gucken, was es hier noch gibt. Ja, aber da ist bestimmt wieder irgendeine Waffenkiste für Level 20. Ja, guck, da kommt es auch schon wieder so viel. Feuer frei! Munition aufheben. Oh oh. Hier sind keine Badasses. Was ist das denn? Loader mit Schild. Oh. Ja, der rammt dich. Ich bin tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich bin wieder tot. Stirb! Alter. Wir sollten gleich den großen Leuten tot machen. Ja, da stimme ich dir grundsätzlich zu. Praktisch gesehen ist es nicht so einfach. Praktisch gesehen, wenn wir da diese anderen Viecher am Arsch rumfingern, dann ist das nicht so leicht. Ich geh da jetzt hin. Autsch. Oh Mann. Ich liege. Jawohl. Warum ist ein Reparaturbot? Runter. Sind wir schon kaputt. Oh shit. Oh man. Kill das! Warte mal, ich hab. Er lebt doch jetzt wieder, dann kann er doch jetzt mir wieder Munition beschaffen hier. Ja, es gibt doch schon Munition. Ja, ja. Aber wenn du am Boden liegst, gibst du keine weiter, glaub ich. So, haben wir jetzt alles dauernd? Ja, ne, das ist noch ein so, jetzt aber. Jetzt kommen wir weg, machen kommen. Noch ein Scharfschützengewehr mit 300 noch was. Ich nehme es einfach mal mit hier. Wovor muss da kommen lassen? Oh Mann, kommt er mir genau entgegen, die Sau.
Alter. Stirb doch endlich, ihr Schweine. Oh, ich bin tot. Die kommen aber auch von überall. Oh oh. Alles hängt am Zwerg. Oh oh. Okay, hat mich sterben lassen, eiskalt. Sterben lassen? Du hattest noch 2 Sekunden, ey. Du musst dich für einen entscheiden und nimmst den anderen, der noch ewig gelebt hätte. Ja. Der Mal hat unser Commander keine Eier. Ja, ganz genau. Nee, unverzeihlich. Der hat uns auch schon 100 Mal einfach sterben lassen. Hab ich noch nicht einmal. Natürlich. Du kannst auch jetzt ja unten in die Frage ist, wie komme ich jetzt da hoch? Das ist eine gute Frage. Oh. Hier gibt es bestimmt einen Weg. Irgendwo. Naja, ich finde jetzt hier irgendwelche geilen Waffen und ihr könnt. Wieso ja, habe ich keine? Kannst du sowieso Waffen nicht benutzen. Ich meine. Bringt ja auch nicht so viel, ne? Nee. Hier oben sind wieder 2 Waffen für Level 16, MG, 2 Stücke. Ja, eine macht 267. Ah, nee, ist ein Sniper, okay. Ach, das nehme ich mal, dieses Sniper. Warte mal, ich habe keine Waffen zu uns mehr. Vielleicht habe ich eine Option noch was ausgeschalten. Scheiße. Also, was ich hier gefunden habe, ist ein Roboter. Das ist natürlich kacke. So weit weg sind, dass ich nicht so töten kann. Ne? Jetzt, ja. Das ist doch schön. Dass er da unten rum tanzt, ist nicht schön. Bin ja auf dem Weg. Könnten wir versuchen, uns wieder irgendwie. Bin gleich oben. Ja, hier ist der Weg. Oh, ich komm dir mal entgegen und helf dir. Wie schnell man stirbt gegen die, ey. Ja. Ist ja übel. Ja, das ist nicht übel. So. So, können wir weiter? Ja, wir können weiter. Okay. Da kam ich gerade her, also. Sounds mehr. Scheiße, na egal. Ah, mit muss jetzt leben. Da kam ich trotzdem gerade her. Ja, aber wir müssen da hinten ja trotzdem hin. Oh Gott. Oh Gott, jetzt wäre ich da fast runtergefallen. Oh, das war nicht clever. Blöder Penner. Immer ich, ey. Oh, hier ist wieder ein Waffenschrank, oder? Nee. Aggressionsartefakt, scheiß Ding. Stärkeartefakt. Nahkampfschaden. Ja, aber. Naja. 18 alles auch wieder. Ja, aber mehr Nahkampfschaden ist doch nicht verkehrt, oder? Ja. Im Prinzip. Wenn du in Nahkampf gehst, bist du tot. Naja, nicht unbedingt. Ich nehme das mal. Ich kann es nicht nehmen, weil ich keinen Platz habe. Platz machen. Da durch halt so ein Ding kommt, ja, so ein Verkaufsteil. Ich bin dafür, wir springen auch runter. Konnte man das hier betätigen? Nee, konnte man nicht. Ja, dass wir hier runterspringen, wird glaube ich drauf hinauslaufen, oder? Ja. Wie es aussieht, müssen wir da hinten in die Stadt. Oh ja! Oh mein Gott. Hat man echt Glück, dass es keinen Fallschaden gibt in dem Spiel. Schade eigentlich. Aber. Wie, das war nicht der richtige Weg? Ich hätte jetzt hier gerne ein Auto, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Wahrscheinlich hätten wir auch den ganzen Weg fahren können. Nicht schlecht. Meinst du? Aber wie hätte man an der Stadt vorbeikommen sollen? Da, wo wir durchgekämpft haben, oder? Ja, wahrscheinlich einfach drumherum fahren, weißt du? Ja, ich hab geguckt, aber ich hab da nichts gefunden. Wenn man die Map aufmacht. Oh Gott, hier ist schon wieder so ein unsichtbares Scheiß-Stalker-Vieh. Ja. Einfach laufen, oder? Die Stalker sind übelst dumm. Solange die Schild haben, sind die unsichtbar. Wenn die keine Kameras machen, keine Fotos machen. Dann werden sie wahrscheinlich. Okay, Schaden machen sie eh nicht. Da, Auto. Wir können Auto holen. Ja. Und das bringt uns wieder nichts, weil wir sind kurz vor dem Ding, wo wir hin müssen. Und da sind direkt wieder, ne, Fahrsperren davor. Super. Bis wenigstens. Da kann man verkaufen. Ah, das sind Kartons hier zum Verkaufen. Verkaufen. Oh, Waffen. Jetzt verkauft er die ganzen Waffen, die wir gerade gefunden haben, ey. Also, ich kann ja keine Waffen kaufen. Angebot des Tages, guckt euch mal das Ding an, Alter. 2573 Schaden, ey. Alter, meine macht nur 1000. Ich kann sie mir nicht mal leisten. War nicht gekauft.
für ich kann mir überhaupt nichts leisten. So. Magazingröße 7. Man braucht 2 Muni pro Schuss. Das ist immer scheiße. So. Sind wir soweit? Was war das Angebot des Tages? Der Raketenwerfer mit 2000 noch was. Ja. Könnte ich locker kaufen. Wieso hast du so viel Geld? Ich habe 13.272. Ich wiederhole die Frage. Wieso will denn jemand haben? Nö. So, seid ihr soweit? So. Ich komme. Ach, ich kaufe den jetzt. Ey. Ich bin soweit. Ah, er war noch nicht da hinten, der da. Jetzt ist er soweit. Ja. Er sendet jetzt die Lieferanfrage. Jetzt müssen wir nur ein paar Minuten warten und... Angel, das reicht. Du kannst aufhören, so zu tun, als würdest du den Bösen helfen. Angel? Was ist denn das hier? Wir haben nicht viel Zeit. Ja, wenn das gleich losgeht, bist du tot. Schütze den Transmitter. Da vorne geht die Post ab. Gegen die Loader ist immer noch die beste Taktik, die Arme wegschießen, dann können die nichts mehr. Oder Beine. Nein, dann krabbeln sie noch. Deswegen. Aber ist echt praktisch, das eine Upgrade-Ding da, wo ihr alle Munition bekommt. Ja. So geht mein auch nie alle zurzeit. Wie lange dauert das jetzt hier? Keine Ahnung, wahrscheinlich ein paar Minuten. Aber das steht doch da, was er hier transportiert, da geht doch eine Zeit ab. Oh ja. Anfrage für unkalibrierte Schnellreisestation erhalten. Voraussichtliche Bearbeitungszeit 3-6 Wochen. Was? Na super. Nein, ich verändere ein paar Daten. Mal sehen, ob ich das beschleunigen kann. Angel, was zum Henker machst du da? Ich habe deine Anfrage eine höhere Priorität gegeben. T-Bone Junction kennt sich ein paar Monate ohne Medikamentennachschub aus. Oh Gott. Bestimmt. Das sind ganz schön viele. Ich lieg am Boden. Ne? Du musst den Transmitter reparieren. Ich lieg immer auch am Boden. Ich bin noch da. Ich komme wieder auf die Beine. Na, das ist doch gut. Ich hab mal den Transmitter repariert. Ja. Verarbeitungszeit 3-6 Wochen. Oh. Shit, Mann. Das ist gleich voll. Pass doch die Explosionsloader auf. Na, jetzt bin ich tot. Ja, du bist da unten, ey. Ist doch kacke. Ja, ich kill mich schon wieder. Oh oh. Ja. Oh, oh, war natürlich auch gut. Oh, what the fuck, ich war fast fertig. Die Mondingenieure haben unsere Anfrage abgelehnt. Ich sehe mal, was ich tun kann. Oh, sind die Bäume fertig? Handsome Jack selber ist ja auch wahrscheinlich gar nicht so stark. Badass Reparaturbot. Ja, ich glaube ja, dass Handsome Jack eine Sirene ist. Eine männliche Sirene. Wieso? Na, weil er meinte, er ist der Einzige, der es mit Lilith aufnehmen kann. Er meint auch, hat Lilith gekillt. Ja. Der meint viel, wenn der Tag lang ist. So der typische Bösewicht halt. Ja, aber sieht sich aber selber als guter. Ja. Ich finde eigentlich auch gar nicht, dass er unbedingt so böse ist. Gar nicht böse. Ich meine, okay, er tötet Kammerjäger. Ja. Aber sonst. Ja, die Kammerjäger killen auch gerade alles, weißt du? Ja. Mach den mal wieder ganz, ja. Der ist doch ganz.
Und ich hab dir nicht gesagt, er ist beschädigt. Du bist zu weit weg, ich krieg keine Munition mehr. Ich komme. Oh, da ist ein Konstruktor. Wahrscheinlich gekillt. Das ist aber neuer. Oh, ich bin tot. Scheiße. Der hat echt nur diese scheiß Roboter, kann das sein? Hm. Was haben wir denn? Wir haben gar nichts. Ich hab Knarren. Ich würde gar nichts gegen diese ganzen Roboter gerne tauschen. Oh Gott. Oh Gott, ein Bett, ey. Ach, schon wieder einfach nur dieses Oh Gott, ey. Ja, ich seh den bloß kurz neben uns, dann renn ich weg. Ja, dann sag Explosions und dann. Das war's. Und nicht, oh Gott. Da ist wieder einer. Ja, das geht zum Beispiel auch. Oh, Ronny wäre fast hier runtergekickt worden. Oh, das hätte ich ja gerne gesehen. Guck mal, da kommt ein Badass. Wegen dem Badass kümmere ich mich nicht, weil ich hab mich einfach mal lieber hingelegt. Scheiße. Und. Explosions, Spack. Da kommt noch einer. So, das war's, ich bin tot. Wo ist denn der überhaupt? Da. Okay, ich bin auch tot. Jetzt hat er sich für dich entschieden, obwohl ich noch viel kürzere Dauer hatte. Er hat sich gar nicht für mich entschieden. Natürlich, er hat sich doch wieder aufgehoben. Ich lieg immer noch im Boden. Ja, jetzt gerade, aber davor hat er dich aufgehoben. Ich muss mich selber retten. Weil der Kunde lieber runtergesprungen hat, gedacht, er macht jetzt Action. Oder bringt man den ganz mit oder? Ich bin tot. Ich nicht, aber ich loote hier nochmal alles. Ich bin noch nicht mal wieder da. Na prima. Ich hab nur noch eine Rakete. Ich bin auch gleich tot. Okay, sie hat dich getroffen. Ich bete, das machen wir noch. Ja. Haben wir alles gekillt jetzt hier? Ja, erstmal nur. Da war irgendwie. Was war das für ein Upgrade? Einfach gelootet. Jo, Granaten. Gunserker. Teammagazingröße bis 20%. Aber das Munition einfach dauerhaft kriegen besser. Ja. Hier ist noch eine Quest. Also, das ist ein schwarzes Brett, okay. So, dann. Sanctuary. Und Tschüssikowski. Ich will nach Hause. Nach Hause? Endlich weg hier. Endlich zu Hause. In die fliegende Stadt. Ich würde gerne mal runterspringen mit dem Fahrzeug. Ja, ist so. Wie die fliegende Stadt aussieht, Leute, seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi.